Hallo und herzlich willkommen zurück bei Baldur's Gate 3. Und das ist unüblich für mich. Ich bin gerade, es ist der nächste Tag. Und ihr sicher. Ja, es ist früh morgens, ja, und ich sitze hier gerade noch mit meinem Morgenkaffee und ich hatte einfach Bock zu spielen. Ich musste gestern auch noch drüber nachdenken und habe noch ein bisschen gedacht so, fuck, der Händler hat mich echt beschissen, weil ich zu dumm war, weil ich davon ausgegangen bin, ja, ist schon ein paar Folgen her und ich freue mich jetzt schon auf die Kommentare, weil ich davon ausgegangen bin, weil ich verwöhnt bin von modernen Spielen, dass die Differenz des Betrages ausgeglichen wird, ja, und aber deswegen war der mir so wohlgesonnen, weil ich einfach für x 100 verkauft habe und dann für 50 eingekauft habe und das war dann der Tauschhandel. Also ich wurde sehr stark übervorteilt. Dafür habe ich jetzt einen Händler, der mir wohlgesonnen ist und gute Preise macht. Also vielleicht ein gutes Invest, ja? Bisschen ärgere ich mich schon. So, aber oh, es ist so schön einfach. So, was nicht so schön ist? Ach hier, Vren und Olodan. Okay, können wir mit denen reden? Nee, ne? Pinter? Mhm, mhm. Na, Mausis? Ja. Und jetzt das schlimmste Tier von allen. Kaka. Go on. Say it. You think I'm a monster? Nun. Nur ein Monster würde ein Kind bedrohen. Ihr wolltet euresgleichen beschützen. Dazu braucht man manchmal Grausamkeit. Nein, wirklich. Ich wollte nur sehen, was passiert. Aber ja, nur ein Monster würde ein Kind bedrohen, ja. Yes. You would say so. I know your kind. You see only villains and victims. A viper bears her fangs, defending her brood. I call her mother. You call her monster. No matter. I took back the idol of Sylvanas, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. Ja, dieser Ritus muss machtvoller Magie entspringen. Zevlor meint, seine Leute werden auf der Straße sterben. Macht, was ihr wollt, es kümmert mich nicht. Aber ja, das ist natürlich, ne, das stimmt schon. And mine perish if he stays. You showed great metal at the gate. The metal of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to Zevlor. Offer to guide the outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the viper must strike. Boah, ist die unangenehm. So, angreifen. Ja, ja, ich habe leider keine Option. Ich kann nicht einfach weggehen. Ich werde ihr sagen, ich werde mit Zevlor reden, aber ich werde mit dem Kollegen reden, wie heißt er nochmal? Ja, Hans. Nee, hier. Der, früher hier, der, Chef war. You will do more than speak. This tale ends but one way. With the Outlander rot cleansed and the grove forever shrouded. Die Fäulnis der Fremden wird ausgebrannt. Ach, was für eine angenehme Persönlichkeit. Huch, Logbuch? Ist Logbuch die richtige Übersetzung? Ist das... Oh, okay. Na gut, Logbuch 12. Ach so, wahrscheinlich... Ich verbinde das wahrscheinlich zu sehr mit Star Trek. Okay, warte. Dieser schwere Wälzer trägt den Titel 1371 und ist mit dem Bild eines eleganten Hirsches vor einem dunkelgrünen Hintergrund versehen. Sechster Uktar. Zwei Druiden von den neueren Rekruten nach Norden geschickt. Das Dorf hatte schon den zweiten Ernteausfall in Folge und wird den Winter wohl nicht überleben. Neunter Uktar. Eine Gruppe aus Baldurs Tor hat ihr Lager am Waldrand aufgeschlagen. Zwei Bären und ein Fuchs kamen vorbei. Ihr Revier wurde niedergebrannt. Die Hälfte der Jungen des Fuchses sind gestorben. Ich statte der neuen Gruppe morgen einen Besuch ab. 10. Oktar. Der Besuch verlief nicht gut. Sie beleidigten mich aufs Unflätigste und sagten, sie würden den halben Wald roden und alle Tiere ausräuchern, die nicht von alleine fliehen. Sie sagten, sie würden das Land bestellen und eine eigene Stadt gründen. Ich muss wohl kreativ werden. 12. Uktar. Der Erdrutsch hat gewirkt.
Die Hälfte ihrer Ausrüstung wurde verschüttet, die andere zerstört. Die kommen nicht so bald wieder. Im Dorf südlich von hier wurde offenbar ein roter Magier gesehen. Ich schicke 3 Waldläufer, um dem nachzugehen. Wenn sie einen roten Umhang sehen, kontaktiere ich das Haus Sylvanus. Okay. Ach, das sieht aber cool aus. Das haben wir schon gesehen, ne? Bei der Sequenz. So, hier ansonsten. Ich gucke noch mal ein bisschen rum. Dürfen wir überhaupt rein? Steintür. Ich geh mal. Ist bestimmt eine gute Idee, ne? Netti. It is a number on you. I see you. Just give me a moment. Das war die Heilerin, ne? So, wie bitte? Ich bin doch wichtiger als ein Vogel. Nein, kann ich was tun, um zu helfen? A moment. Okay. This medicament. There. It's up to her now. Life or death. Now, what was it you needed? Das war lieb. So, ich suche Netti. wer ist denn? Ich weiß ja gar nicht, dass sie Netti heißt. Es steht zwar da, aber wir wissen es natürlich nicht. You found her, but I still don't know what she can do for you. Ich habe gehört, dass Halsin war es. Genau, das war der Name. Hier der beste Heiler ist, ich muss zu ihm. Ja, nun. Wisst ihr etwas über Gedankenschinder? Why are you asking? Ich sage es mal schonungslos. Ich habe eine Larve im Kopf. A tadpole. A mind flayer tadpole. Gibt's noch andere? Mir ist ja kein Frosch ins Auge gehüpft. ihr kennt die? Könnt ihr mir helfen? I'll do what I can. Come, follow me. I might be able to help. We need to be quick. This way. Nicht, dass sie mich jetzt rausschmeißen. Enklavenbibliothek. Oh cool. This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. Oh. Also ob die ihn getötet auf den Tisch gelegt? Ja. Ist denn hier jeder von Gedankenschindern besessen? Dachte nicht, dass er so verbreitet ist. Ja, fast eine Pandemie. Der Drow und ich haben den gleichen Parasiten? Seems so. Gave Master Halsin a right start. Meister Halsin. Den müssen wir als nächstes unbedingt suchen. Ich hoffe, das Ritual ist noch nicht zu Ende. It's why he joined the adventurers on their expedition. To find out what was happening. Maybe you got me instead of him. He understands these things. Studied them. Still, we have options. You don't have to be here for this. Please, don't mind me. I'll just watch. All right. Let's see what we can do. Die will in der Augenhöhle rumfischen und das Ding rausziehen, ne? Ich glaube, das will sie. Das sieht nicht so gesund aus. Was ist denn das für eine Pflanze? Wird die denn helfen? She shifts uneasily, hesitating. Something's off. It might. But first things first. Tell me about your symptoms. Have you noticed anything strange happening? Ich kann meinen Verstand mit dem von anderen Infizierten verbinden. Ich bin von einem Schiff im Himmel gefallen, aber etwas hat mich gefangen und mir das Leben gerettet. Ein Intellektverschlinger hat mit mir gesprochen, als wäre ich seinesgleichen. Das ist eine gute Idee. Ich muss erstmal, vielleicht, was verschweigt ihr mir? Wir haben ja gemerkt, dass sie etwas verschweigt. I'm telling you everything you need to know. Believe me on that. I want to help you. But I can't unless you work with me. So, has anything unusual happened to you? Wäre ein Angelhaken da nicht besser gewesen? Ich kann meinen Verstand mit dem von anderen Infizierten verbinden. Victims can identify each other. Not that the others know they're victims, of course.
How'd you pick up the parasite? Halsin was desperate to find where all this was happening. Das war auf einem Gedankenschinderschiff. Ich wurde entführt und infiziert. A mind flayer ship? But Master Halsin was sure. Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. Okay. Ich dachte, ihr könnt mich heilen, was mit dem Zweig. Also ich schwöre es, ne, aber ich würde erstmal wissen, was mit dem Zweig ist. Der sah halt nicht so gesund aus. Ja, ich frag trotzdem mal. The thorn? Coated in a fatal toxin. It was a last resort. In case I couldn't trust you. Oh. I don't have a cure. Oh. Only a way out. Oh. I'm sorry for misleading you. But I had to be sure you weren't a threat before I told you everything. Now, do I have your word or not? Natürlich. Ist ja auch besser für uns wahrscheinlich. Wir wollen uns ja auch gar nicht verwandeln. Also ich schwöre das mal. I hope it doesn't come to that. But thank you. Here. You know, I've spent my life treating folk and never once saw a mind flayer infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halsin and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hell was going on. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. Aber ich dachte, es lag daran, dass das Schiff abgestürzt ist. Aber wenn es nicht daran lag, sondern man uns extra infiziert und nicht verwandelt hat, wie die Dame, die wir dann, die war ja schon, da war ja die eine auf dem Schiff, die wir verwandelt haben, aus Versehen. Ja, gute Frage. Was meint ihr, welche Veränderungen zu erwarten sind? Mind flayers reproduce by infecting someone with their parasite. 7 gruesome days later, the victim transforms and a new mind flayer is born. The thing in your skull, though, it's different to anything in our records. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers, telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Es ist also nur eine Frage der Zeit. Ihr sagtet, ihr verfolgt noch andere Opfer. Haben die sich verwandelt? Hard to say, but there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Saluna. Ah. And I've no idea why. When Master Halsin heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers. Joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. Er wird wahrscheinlich noch da sein und studieren, vermute ich mal, ne? Dann geht doch und holt ihn. Was wollt ihr, dass ich tue? Wir gehen natürlich sowieso zu Meister Halsin. The thing is, I've sent birds to find him. But the place is rotten with goblins. None of us can even get close. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned, and perhaps he can save your life. How's that sound? Natürlich. Natürlich, wir wollten ihn ja sowieso suchen, ne? Also, let's go. Thank you. It would mean everything to the Grove. To me. I wish I could tell you more, but only those adventurers know what happened out there. All I can say for sure is they all went to the old temple of Saluna. And Master Halsin didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember your oath. Step at a time, Nettie. Come on. Uns hat's aber nicht zum Tempel gezogen, ne? Gegenstand erhalten, Wyvern-Gift. Better a quick draft than Seramorphosis, nonetheless.
Wundert mich, dass es ihm nicht gefallen hat, weil er will sich auch nicht verwandeln, ne? Er, natürlich will er nicht sterben, aber... Better than becoming a mind flayer. There's something in that vessel. Take a closer look. In dem Gefäß ist etwas, ihr solltet euch näher anschauen, aber Blumen in der Flasche, da ist ein Tentakel drin. Gedankenschinder Parasitenexemplar. Das Problem ist, wenn ich die anklicke, klaue ich die, glaube ich, ne? Ich will die ja nicht mopsen. Ich will einen closer look taken, aber wie kann ich das machen, ohne die zu klauen? Was ist denn das? Eine Bullywug-Trompete? Oh, okay. Ich speichere mal gerade und probiere mal, das anzuklicken. Ich gehe davon aus, dass es mitnimmt und das möchte ich aber auch nicht. Ach, hier, eine Notiz, die können wir mitnehmen. Meine gute Nettie, ich vertraue euch das Diadem an, mit dem sich die Bibliothek öffnen lässt. Tragt es immer bei euch. Wenn ihr das Gewölbe betreten wollt, sprecht mit Wrath. Er besitzt die Rune, wird sie aber niemand anderem anvertrauen, also sollte euer Ansinn besser einen triftigen Grund haben. Behütet meine Forschung, solange ich fort bin, und kümmert euch um die Tiere. Gebt Hofit keinen Fisch zu fressen, sonst wird sie faul. Meister Halsin. Der hört sich bestimmt nicht so an, aber... Verwittertes Meißelset. Ich guck mal. Entschuldigung. Okay, wenn ich jetzt hier... Aber ich will das nicht klauen. Halsins Pfeife, Halsins Tagebuch. Es ist Unglaubliches geschehen. Bei unserer Meditation im Wald wurden Nettie und ich von einer Bande Goblins unter der Führung eines Drow überfallen. Wir hatten keine Wahl. Wir mussten uns verteidigen. Aber das ist nicht der unglaubliche, oder besser gesagt verstörende Teil. Als der Drow starb, kroch ein Parasit aus seinem Leichnam und versuchte zu fliehen. Es gelang mir, die Kreatur einzufangen. Die Leiche ihres Wirtes befindet sich hier in meinem Arbeitszimmer. Ich habe niemandem von meiner Befürchtung erzählt. Nettie hat einen Verdacht, ist aber klug genug, keine Fragen zu stellen. Ich werde erst weiter forschen, bevor ich die anderen informiere. Kaga würde nur Antworten fordern, die ich noch nicht habe. Ich sollte alle weiteren Ergebnisse in einem separaten Band notieren, den ich immer bei mir trage. Nur für den Fall, dass neugierige Augen die falschen Schlüsse ziehen. Ja, das ist alles die Grabbelhand, ne? Rechtsklick. Stehlen, werfen, ich untersuche mal. So geht's. Selten. Diese lebendige Larve hängt in trübem Schleim und sieht aus wie ein grässlicher Verwandter der Nacktschnecke. Allerdings vollgestopft und überzogen mit den Überresten von Hirnflüssigkeit. Dann haben wir hier noch Tentakel in der Flasche. Bäh. Ein längliches Glas mit abgetrennten Tentakeln. Es ist unklar, ob sie von einer Meereskreatur oder etwas Düsterem stammen. Wahrscheinlich von einem Mindflayer. So, Meißelset sieht toll aus. Ich find's toll, dass man alles untersuchen kann. Das ist irgendwie auch... Kann ich das auch untersuchen? Alles. Das finde ich irgendwie sehr schön gemacht. So, da ist ein Herbstkrokus, den kann ich wieder mitnehmen. So. Und da hinten, da ist die Bullywog-Trompete. Ach, das ist eine alchemistische Zutat. Ich dachte, das ist wirklich eine Trompete, die da liegt. Ich dachte, wenn man die mitnimmt, kann man die spielen. Ein leerer Sockel. Aha. Kombinieren. Steintafeln. Okay, wenn ich hier lese, ist das illegal? Oh Mann, ich muss nochmal speichern, glaube ich, ne? Ich hab natürlich Angst, dass ich hier was Böses mache und die mich hier rauswerfen. Weil ich glaube, das Spiel ist da relativ gnadenlos. Ich lese mal. Schriftrolle Nebelwolke. Seelenmünzen, eine Abhandlung. Ach, davon haben wir eine gefunden, ne? Akademische Transparenzerklärung. Diese Forschungsarbeit wurde unabhängig finanziert und in Avernus durchgeführt, der ersten Ebene der neuen Höllen. Die Gefangennahme sterblicher Seelen wird von Kerzenburg weder propagiert noch unterstützt. Das Konzept der Seelenmünzen ist von gnadenloser Einfachheit.
Die Summe aller persönlichen und magischen Essenz, die Seele, wird in ein geprägtes Stück Hölleneisen geprägt und von Teufeln und deren Kohorten als Währung genutzt. Die Seelenmünzen wechseln häufig den Besitzer, denn man kann mit ihnen Söldner und magische Gegenstände kaufen und sie sogar nutzen, um die eigenartigen Gerätschaften in der Hölle anzutreiben. Allerdings umgibt die Seelenmünzen auch eine faszinierende Kultur. Ich habe mit einer Teufelin gesprochen, die angab, eine Münze zu besitzen, die sie niemals verkaufen werde, denn sie sei der Handel, der sie über den Status eines Lemures erhoben habe. Sie brachte mich mit einem Halbelf-Hexenmeister in Verbindung, der versprochen hatte, seine Seele nach seinem Tod für eine Münze bereitzustellen. Ich konnte seinen Vertrag einsehen, der unten angefügt ist. Die nächsten 50 Seiten bestehen aus einem hochkomplizierten Vertrag in infernalischer Sprache mit einer kopfschmerzinduzierenden Anzahl an Fußnoten. So, wir lesen ja nur, ne? Grenzphilosophie Band 5. Dem Vorwort des Verlegers zufolge enthält dieser Band magische Theorien, die für die breite Öffentlichkeit zu radikal sind. Dieser Auszug wird der hohen Werkmeisterin Taura Bryn aus Baldur's Tor zugeschrieben. Sie wollen mich wohl zum Schweigen bringen, denn Sie glauben, dass eine Werkmeisterin des Hohen Hauses sich nicht dazu herablassen würde, irgendwo anders als in den großen Zeitschriften Gons zu veröffentlichen, die Sie so pflichtbewusst bewachen. Dabei vergessen Sie aber, dass ich nicht so hochnäsig bin. Bevor ich meinen Namen und mein Wissen dem Hohen Haus der Wunder und all den Mirakeln darin lieh, war ich nur ein faules Bauernmädchen, das gerne nach oben blickte. Und so sah ich sie erstmals. Die langsam und friedlich am Himmel entlanggleitenden fliegenden Berge. Erst später erfuhr ich von ihrer Herkunft, von dem antiken Nesserilischen Reich, das sie gefertigt hatte, von der noch vorhandenen Restmagie, die noch immer stark genug war, um sie zu tragen. Die Magier von Nesseril schufen aus den mondänen Wunder, hoben die Erde aus Fleiß und aus Spaß in den Himmel. Noch viel später, nachdem ich mir meinen Platz im Hohen Haus verdient hatte, erfuhr ich von dem langen Schatten, den die Nesseril auf die Entwicklung unserer Kunst warfen. Doch dass ihre großen, fliegenden Städte in Flammen herniederfielen, wehrt die von ihnen gewirkten Wunder nicht ab. Und diese sture Aversion dagegen, sie zu studieren, zu lernen, was sie gelernt haben, ist die exakte Antithese zu Gons Lehren. Ja, viele der Katastrophen der letzten Jahrhunderte waren Früchte, die aus einem falschen Umgang mit dem nesseridischen Samen erwuchsen. Ja, ihre letzte leuchtende Bastion fiel in den Schatten, ihr Wissen wurde für Schahs dunkle und zerstörerische Pläne missbraucht. Und ja, ich sage es erneut, ob das Hohe Haus es bestraft oder nicht, die Flamme der Schöpfung zu studieren lohnt sich. Selbst wenn das Feuer uns verschlingen sollte. Ich würde die gerne alle mitnehmen. Aber ich beklaue die Druiden nicht. Briefe aus Kerzenburg. Eine Auswahl der interessantesten Briefe, die aus Kerzenburg verschickt wurden. Viele sind nur trockene Berichte über die Bewegungen von Himmelskörpern oder enthalten unverständliche Beschreibungen arkaner Rituale. Dieser Brief aber springt dir ins Auge. Weiser Elminster, ich habe im vergangenen Jahr viele eurer Briefe an Meister Gorion zugestellt, daher wollte ich euch die traurige Nachricht übermitteln. Leider ist er von uns gegangen. Gorion und sein Mündel verließen Kerzenburg kurz nach Eintreffen eures letzten Briefes an ihn. Sie brachen mitten in der Nacht auf, wurden jedoch schon kurz darauf auf der Straße nach Beregost überfallen. Der Torwächter berichtete mir, dass Gorion dafür gesorgt habe, dass mehrere der Angreifer sich zu ihm in die nächste Welt gesellen, bevor er schließlich überwältigt wurde. Ich hoffe, das bringt euch, wie auch mir, ein wenig Trost. Sein Mündel ist verschwunden. Es gibt aber auch gute Nachrichten. Ich habe euren Brief an die Bibliothek erhalten und konnte einen Großteil des angeforderten Materials finden,
Es wurde sorgfältig verpackt und macht sich mit diesem Brief auf die Reise. Ehrenhafte Grüße, Tristan P. Schiefer, Bibliothekar in Kerzenburg. PS, ich hoffe, ihr verzeiht meine Neugier, doch warum benötigt ihr so viele Informationen über Balbrut? Woran genau arbeitet ihr? Ich habe immer früher gedacht, es heißt Bergerost. Ich weiß nicht warum, ich habe es immer Bergerost gelesen. Ist mir jetzt erst aufgefallen, dass es Beregost heißt. Obwohl ich auch den Soundtrack von Baldur's Gate 1, da gibt es auch ein Lied, das heißt irgendwas mit Beregost. Und ich habe immer Bergerost gelesen. Das war immer so in meinem Kopf drin. Habe ich jetzt erst, ja. So ist das manchmal. So, und das war's, ne? Oh, warte mal, da war doch ein zweites Buch. Überlieferung aus Ferun. Oh nein, das war's noch nicht. Oh weia. Nun ja. Es wurde sich gewünscht übrigens, wenn ich Baldur's Gate 3 spiele, dass ich alle Bücher vorlese. Oh Gott. Oh Gott. Bei Skyrim habe ich mich erfolgreich davor gedrückt. Oh Gott. Dieses Buch besteht aus mehreren Kapiteln. Eines je zitierter Quelle. Angeblich enthält es unmittelbare Niederschriften der mündlichen Geschichten verschiedener Erzähler aus dem ganzen Reich. Kapitel 4. Palidor der Flinke. 700 Jahre alt. Waldelf aus dem Wald der scharfen Zähne. Ich musste mehrere Wochen lang still und ruhig in diesem Wald leben, ehe der ehrwürdige Palidor sich sicher genug fühlte, seine Anwesenheit preiszugeben. Je länger ich blieb und bewies, dass ich keine Gefahr für seine Gesundheit oder seinen Frieden darstellte, desto mehr öffnete er sich meinen sanften Fragen. Diese Geschichte, die er mir eines kühlen Morgens an einem frisch entzündeten Feuer erzählte, war anders als alle, die ich je zuvor gehört hatte. Ich fragte ihn, ob sie erfunden sei, doch er beharrte darauf, dass sie so wahr sei wie sein rechtes Auge. Vor langer Zeit, vor meinen Augen und Ohren, vor eurer einsamen Feder, werter Schreiber, gab es ein Reich von Kreaturen. Oder vielleicht war es nur Glaube. Ein Reich von Gehirnfressern, Seelenverschlingern. Sie nannten sich Illithiden, Gedankenschinder. Die Kinder von Gith auf den Knien, geknechtet im Dienst der Schinder. Ein leidenschaftliches Volk, gezwungen, einem kalten Glauben zu dienen. Die Schinder waren unberührbar, ihr Verstand ein großer Unterdrücker. Kein stolzer Wille, keine Leidenschaft konnte Gis Kinder befreien. Doch dann endlich die Abrechnung. Ihre Quelle unbekannt, ihre Macht unbewiesen, doch ihre Ereignisse geschichtsverändernd. Mögen sie auch in die Knie gezwungen worden sein, sie ließen sich nicht brechen. Gis Kinder wehrten sich, tapfer. Sie erkämpften die Freiheit. Die Schinder auf den Knien, gebrochen, bis heute. Ja, bis heute ist schon eigentlich richtig. Sie sind ja nun wieder da. So, die haben wir schon gelesen. Da bin ich immer ganz glücklich, wenn doppelte Bücher drin liegen. Das haben wir auch schon gelesen. Und wir sind durch. Puh. Oh no. Hallo? Oh nein. Oh, Mist. Okay, ja gut, dann... Sehr gut. So. Alles Steintafeln über Tod. Oh, Schriftrolle, brennende Hände. Ich klaue aber nichts, ne? Wie gesagt. Dünner, biegsamer Band, der etwas staubig ist, über Tod und Auferstehung. Ein Auszug aus Metatext Rückprall von Josefa Elgin, einer Gelehrten der Kirche von Denir. Zumindest bis sie wegen ihrer ketzerischen Bemühungen exkommuniziert wurde, den Metatext zu rekonstruieren, die Annalen des verlorenen und verborgenen Wissen ihres Gottes. Welchen Wert hat ein Leben? Gewiss ist dieses Thema viel zu esoterisch, um auf diesen Seiten ernsthaft kritisch beleuchtet zu werden. Jedenfalls mag dies auf den ersten Blick so scheinen. Wenn wir jedoch den Mystizismus und die blauäugigen Emotionen außer Acht lassen, die unser Urteilsvermögen so häufig trüben, dann ist offenkundig,
Auf allen Ebenen des Kosmos hat jedes einzelne Leben sehr wohl einen zu bemessenden Wert. Nur ist schlicht nicht jedes Leben gleich viel wert. Man bedenke, wir wissen bereits, dass die Zerstörung unserer materiellen Form nicht das Ende ist. Wenn überhaupt, sind unsere Seelen nach dem Tod freier. Sie überwinden die Grenzen der Ebenen. Sie tun dies, um einen Ruheplatz zu finden, der für unsere Taten, unsere Überzeugungen und unser Platz im Leben am geeignetsten ist. Doch selbst diese Bewertung unterliegt den Kräften des Marktes. Fürst Kelimvor wägt unsere Seelen dagegen ab, wie sehr wir sie anderen Göttern überlassen und diese damit ermächtigt haben. Natürlich besteht noch ein alternativer Weg, nicht das Ende des Pfades, sondern die Chance, ihn neu zu beschreiten. Kleriker in allen Reichen besitzen die Macht, eine als würdig oder willens genug erachtete Seele zurück ins Leben zu rufen. Seltsam nur, dass diese Seelen so oft auch jene sind, die als wohlhabend genug erachtet werden, denn die für einen solchen Zauber nötigen Komponenten sind für die meisten Sterblichen unerschwinglich. Ich habe einige befragt, die auf diesem Leben die auf dem Wege ins Leben zurückgekehrt sind, und ich muss offen sagen, sie alle waren derart langweilig und fantasielos, dass ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, warum sie unbedingt zurückkommen wollten. Wenn man die Reise aber wirklich bewerten möchte, dann muss man sie gewisslich selbst unternehmen. Vielleicht macht diese große Enzyklopädie des Wissens mich eines Tages würdig genug, diesen Pfad zu beschreiten und wohlhabend genug zurückzukehren. Ja, ach. So, die kennen wir alle schon. Sehr gut. So. Rivers Kersimo. Ja, sehr gut. Ich bin froh, dass die immer doppelte Ausgaben haben. Oh Gott, hier sind auch noch Steintafel. Das ist interessant. Warte. Wahrscheinlich das hell erleuchtete Regal, ne? Aber wir gucken uns trotzdem alle an. Unsichtbarkeit über Tod und Auferstehung, Grenzphilosophie. Giss und Gedankenschinder hatten wir auch schon. Warte, hier liegen auch noch Steintafeln. Lieblos auf der Erde. Also das ist, ich weiß ja nicht. Das hier sieht auffällig aus. Haben wir doch auch schon gelesen. Persönlicher Bericht, der ist es. Aber untersuchen. Brüchige alte Tafel mit Ausführungen zu finsteren Geschehnissen und versäumten Gelegenheiten, ohne Signatur. Und Schattenherz. Okay. Soll ich den mal... Ich probier's mal. Also erstmal hier ist Wermut. Da ist nochmal Wermut. Sag mal, hört doch mal auf, euch ständig vor den persönlichen Bericht zu stellen. Ich speichere jetzt nochmal und dann tue ich etwas, was man in RPGs eigentlich sonst nie tut. Ich stehle es. Ah ne, ich lese es. Lesen ist auch rot. In Catherick sehe ich, wie sich unsere Fehler manifestiert haben. Er ist nicht gefallen. Er wurde gestoßen. Seine Trauer war von Schatten umwölkt. Und doch taten wir nichts, bis sein Licht fast ganz erloschen war. Ich glaube... Habe ich mal mitgenommen. Hört auch. Kommt mir Spanisch vor, brauchen wir später vielleicht noch. So. Magie des Gewebes. Eine Einführung. Hat man das schon gelesen? Ich werde durcheinander kommen, glaube ich, ne? Nur wenige versuchen, das Gewebe zu verstehen. Ein Jammer. Denn nur wer wirklich mit dem Gewebe im Einklang steht, kann sich rechtmäßig Zauberwirker nennen. Das wirft die Frage auf. Was ist das Gewebe? Es ist ein essentielles Element des Universums. Es durchzieht mit unsichtbaren Fäden alles. Es ermöglicht die Magie. Es ist auch, worauf ich aber hier nicht im Detail eingehen werde, die Göttin Mystra selbst. Siehe Magie des Gewebes, Mystra und die Zauberpest. Zu sagen, das Gewebe sei magisch, trifft es nicht exakt. Es ist der Rohstoff, aus dem Magie gewoben wird, ganz ähnlich wie eine Ansammlung von Fäden zu einem Kleidungsstück geformt wird. Wer das nötige Talent und die nötige Fähigkeit besitzt, kann das Gewebe manipulieren und Magie in Form von Zaubern wirken.
Diese Fähigkeit zu entwickeln, erfordert Jahre des Lernens und des beständigen Übens. Ihr habt vielleicht von jenen gehört, die Zauber wirken können, weil sie eine angeborene Verbindung zum Gewebe besitzen, üblicherweise Zauberer genannt. Oder schlimmer noch, weil sie einen Handel mit einer Kreatur aus einer anderen Welt eingegangen sind, auch als Hexenmeister bekannt. Lasst euch nicht täuschen. Ihre Magie ist unberechenbar, unkontrolliert und in manchen Fällen nicht einmal rechtmäßig die ihre. Nein, das Gewebe wirklich zu kennen und zu manipulieren, ist eine Kunst. Doch jene Magier, die sie meistern, kennen die endlose Macht und Schönheit, die das Gewebe bietet. So, so. Es kann übrigens passieren, dass ich manchmal vielleicht ein Buch, dass ich schon mal Rune des Adlers, Rune des Bären, Rune des Elchs, leerer Sockel. Da fehlt also noch was. Rune der Katze? Ich weiß nicht. Warte, ich alte mal kurz. Bullywog-Trompete, Rune des Adlers, Rune des Bären. Prachtexemplar, Helsens Tagebuch, was zur Notiz? Notiz zum Drow-Parasiten. Warte, Helsens Pfeife ist da auch noch, aber... Aber hier war doch noch... War nicht eine andere Notiz noch? Wir haben die hastig verfasste Notiz gelesen, ne? Aber nicht die Notizen zum Drow-Parasiten, die haben wir noch nicht gelesen. Anatomische Zeichnungen von einem Drow und einer Illicidenlarve mit Anmerkungen in der hastigen Handschrift. Der Parasit hatte sich tief im Gehirn eingenistet. Zweifellos ein Illicid. Und doch schien sich der Wirt dessen nicht bewusst gewesen zu sein. Der Kadaver weist kein... Entschuldigung, das war... der Morgenkaffee. Der Kadaver weist keine sichtbaren Spuren von Ceramorphose auf. Höchst seltsam. Die letzte Anmerkung ist ein einziges unterstrichenes Wort. Verändert? Looks like Helsin's our best bet for a cure. Ja. Ich glaube, die Larven haben sich verändert. Let's be optimistic and assume he's still among the living. Da ist noch Wermut, Holztruhe. We'll make his corpse talk. Die Zauberpest. Kann ich aber nicht lesen. Notizbuch des Druiden. Ach doch, warte mal, kann ich lesen. Nur nicht mitnehmen. Dies ist ein altes Notizbuch mit verblichener Schrift und Seiten, die zu zerfallen beginnen. Einige Worte sind gerade noch leserlich. Catherick ist am Ende. Aber wir haben das Land eingebüßt. Die Finsternis hat sich herabgesenkt. Überall ist Fäulnis. Von Schatten gejagt. Sie bringen uns um. Druiden und Hafner gleichermaßen. Verwundete in Sicherheit. Ich kehre zurück. Vielleicht gibt es noch Überlebende. Tot. Aber ich fand seine Überreste, begrub sie und nahm seine Glewe. Von Schatten durchdrungene Klinge. Ich habe sie versiegelt, zur Erinnerung, dass auch ein Sieg bitter schmecken kann. Und dann noch Überlieferung aus Ferun. Die Zauberpest, haben wir nicht schon gelesen, das kommt mir so bekannt vor. Weidentruhe, das müsste vielleicht da hinten irgendwo sein. Da. Lesen ist erlaubt. Dieses Buch besteht aus mehreren Kapiteln, eines je zitierter Quelle. Angeblich enthält es unmittelbare Niederschriften der mündlichen Geschichten verschiedener Erzähler aus dem ganzen Reich. Kapitel 25. Cornelius und Tomelius Erwarts, Halblinge, den ich auf der goldenen Straße, auf der goldenen Straße südlich von Innerlith begegnete. Ich traf die Brüder, oder besser, sie fanden mich, auf dem unteren Pass durch die Berge von Brandschur. Sie hatten unterwegs eine Spur von goldenen Scheiben gefunden und beschlossen, sie aufzusammeln und den Narren zu finden, der mehr Gold als Verstand hat, um sie ihm zurückzugeben. Es war daher gleichermaßen unangenehm für uns alle, als ich meinen Mantel abnahm, um mein Flickwerk von Haut zu zeigen. Es war die Zeit der Mauser, erklärte ich, und ein Reisender auf der Straße hatte nicht den Luxus, seine Schuppen im Privaten abzuwerfen, wie es die Höflichkeit gebieten würde. Sie wussten wohl zu wenig von Drachenblütigen, um davon angemessen angewidert zu sein. Stattdessen luden sie mich ein, mit ihnen zu Abend zu essen. An einem Feuer neben der Straße erfuhr ich vom Zweck ihrer Reise. »Luirin, mein Junge,
Heimat unserer Ahnen, ging während der Zauberpest... Achso, was? Achso. Ah, okay. Entschuldigung. Luirin, mein Junge, Heimat unserer Ahnen, ging während der Zauberpest verloren. Ging verloren, Con? Pah, sind doch nicht Omas dritte Zähne, oder? Untergegangen ist es. War ich etwa nicht da, als das blaue Feuer es genommen hat? An was willst du dich denn erinnern? Du gingst gerade mal einem Gnom bis zu den Knien. Ich erinnere mich, dass du geweint hast. Vielleicht hast du es ja versenkt und jetzt willst du es zu Ende bringen. Pass mal lieber auf, was du sagst, sonst verpasse ich dir eine. Nur Narren reden schlecht von ihrer Heimat. Ihre Augenbrauen zuckten bereits gefährlich, da lenkte ich lieber von den Feindseligkeiten ab und sprach von der Heimat meiner eigenen Ahnen, der elenden Welt von Abir. Und von der 1000-jährigen Tyrannei der Drachen, unter der wir lebten, bis das blaue Feuer der Zauberpest uns in diese Welt brachte. Noch eine Kartoffel? Schön. Steintafeln. Huch. Oh. Was passiert, wenn ich hier das Regal lese? Erschöpfter Vogel. Kann ich mit ihm reden? The bird's eyes are glassy. It's breathing weak. Okay, warte. Ich speichere mal kurz. Ich will mal was probieren. Hab Angst, dass es misslingt. Aber es geht wahrscheinlich nur mit... Halt eine Kreatur, die du sehen kannst. Nochmal. Der hat mehr HP als wir. Can't give up now. Achso. Blade of Frontiers. Let's hope Will lives up to his name. We'll need all the help we can get. Ja, das stimmt. Ja, ciao. Ich wollte eigentlich mit dem Vogel reden. Aber der bleibt so, ne? The bird's eyes are glassy. It's breathing weak. Schade, ich dachte, wir können ihn heilen. Wenn es nach dem dritten Mal nicht geht, gehe ich davon aus, dass es gar nicht geht. So. So viel HP kann der Vogel gar nicht haben. So, Steintafeln lesen. Kriege ich auf den Sack? Tempers are rising. Oh. It's clear not everything you find is at your disposal. Ich lade. Deswegen habe ich gespeichert, nur deswegen. So. Ich wollte nämlich wissen, ob ich nicht mal ins Regal gucken darf. Ich dachte vielleicht... Bezieht sich das Rote nur aufs Mitnehmen, aber offenbar darf ich nicht mal ins Regal gucken. Das ist schade. Ich suche doch nach Heilungen für unseren Zustand. Steinbett. Okay. Knurr. So, den Rest lasse ich mal stehen. Super interessant, Destillierapparat, pipapo. Alles toll, aber wir gehen mal. Wir müssen jemanden suchen. Wir müssen jemanden suchen. Und ich würde auch... Wo ging's denn hier nochmal raus? Hier ist die Treppe, ne? Ja. Ich würde auch gerne... den kleinen Goblin befreien, die kleine Gobline. So, oh, ist das hell hier draußen. Um Gottes Willen, warum ist das denn so hell hier? So, gibt's hier noch 70.000 Bücher, die ich lesen kann? Muss, soll, Hocker, Kessel, Pipapo, Apikusis, die kennen wir ja schon. An wen können wir uns wenden, um die Goblines zu befreien? Was ist denn das da? Geht's da weiter? Ich geh nur mal gucken. Ich höre Sirenengesang. Is someone singing? It's beautiful. Okay, wir untersuchen mal den Strand. Du kommst auch keinen Meter weit hier, ne? Bitte, bleib erstmal hier.
Das ist aber nicht Myrkon, oder? Oh, ich würde so gerne die Kamera drehen. Ist voll schön. Ich glaube, ich hole auch den Soundtrack, wenn ich ihn noch nicht habe. Rufheilerin Nettie zu Hilfe ist abgeschlossen. Ah, Nettie wollte uns vergiften, aber es gelang uns, ihr das auszureden. Sie ließ uns gehen, aber wir mussten ihr versprechen, dass wir uns selbst umbringen würden, falls wir uns verwandeln sollten. So, Druide Halsin, müssen wir nochmal durchgehen. Aus Halsins Forschung lässt sich schließen, dass der Parasit mit einem Goblinlager in einem alten Tempel der Selune zusammenhängt. Der Druide Halsin hat einen Parasiten erforscht. Er könnte eine der wenigen Personen sein, die unseren Zustand verstehen. Wir müssen ihn finden. Die Abenteurer waren bei Halsin, als er verschwand. Vielleicht wissen sie, was ihm zugestoßen ist. Ja, okay, rette die Flüchtlinge, rette den ersten Druiden. Das ist wieder Halsin, den müssen wir retten. Und jetzt kommt hier, untersuche den Strand. Wir haben am Strand merkwürdige Musik vernommen. Wo kommt sie her? Wir haben ein Tiefling-Kind entdeckt, das sich in einer merkwürdigen Trance befindet. Oh, schön. Sing weiter. Sing, mein Engel der Musik. Och. Such a pretty song. Hey, Myrkon. Shh. Listen. Oh, oh. Ja, du solltest nicht so im Wasser stehen. Es ist zu gefährlich. Wir könnten zuhören, aber steh bitte nicht so im Wasser. Ich höre nichts. Komm bitte zurück zum Ufer. No, no. It's just a bit of water. I only want to listen. Just a little closer. Schlupp. Yes, everything's gonna be fine once I get there. Ja. Oh, 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 sind gleich drei. Harpien, aber wie können wir die denn, kommen die rüber? Au. Das muss doch jetzt nicht sein. Dem Lied widerstanden. Okay. Sie ist da. Was mache ich denn jetzt mal? Säurespritzer ist hier in der Gruppe natürlich ein bisschen schwierig. Ich könnte sie vielleicht schlafen schicken, eventuell. Ich probier's mal. Aber das geht wahrscheinlich auch nur. Das lohnt sich. Ich könnte eine von denen da. Geht das von hier aus? Ziel zu weit entfernt. Wenn ich sie schlafen schicke und wir hauen drauf, ist die eh wieder wach. Also, das bringt, glaube ich, relativ wenig. Hinterhältiger Angriff wird, glaube ich, auch nicht funktionieren, weil es hier zu eng ist. Wieso kämpfen wir eigentlich immer in so einer Enge? Dann baller ich einfach drauf mit ihm. Durchbohrender Schlag, aber dazu müssen wir näher kommen. Ich mach mal den hier. Komm. So, und ansonsten Zug beenden. Fehlschlag. Das sind vier. Oh, shit. Kritischer Treffer. Shit. Wenn du die Nahkampfreichweite des Gegners verlässt, kann er dich als Reaktion angreifen. Vermeide dies, indem du die Rückzugaktion ausführst. Das hat ja nicht so gut geklappt. Ach, er ist auch. Oh, ich bin auch unter Trance. Oh, shit. Verlockt. Angezogen von der lockenden Melodie einer Harpie. Hatten wir nicht irgendwen Stille? Irgendwer hatte doch Stille. Ja, Kacke. Resistenz, göttliche Führung, ja. Abbild beschwören. 1 bis 10, 1 bis 8. Aber vielleicht brennen die dann einfach. Die Federn müssten doch was gegen Feuer haben, oder? Rettungswurf gelungen. Ah, leck mich doch. Ja, du nimmst dir erstmal hier so einen kleinen.
Polarchen in den Zustand. Okay, warte. Das Ziel kann versuchen, den Effekt loszuwerden, wenn man immer Schaden erleidet. Das muss doch mal irgendwann klappen. Ich weiß nicht, ob Harpien lachen, aber die haben gerade gelacht. Grässliches Gelächter. Damit ist die erstmal out of order. Das ist gut. Ach, die! Die singt! Die müssen wir loswerden. Ach so! Nachteil ist aber egal. 42% müssen wir mit leben. Excellent. Scheiße. So, wir sind raus. Dann würde ich erstmal draufkloppen, ne? Mit Tieren sprechen, alles wunderbar. Rücksichtsloser Angriff. 4 bis 15, was haben wir? 4 bis 15. Zerfleischen, spalten. Um sie bluten zu lassen. Ich glaube, normal draufkloppen reicht in dem Fall. Kampfrausch, Bärenherz. Aber Kampfrausch bringt hier, glaube ich, relativ wenig gerade. Also hau ich einfach drauf. Und mehr kann ich, glaube ich, gerade nicht machen. Ich gehe mal wieder zurück aus dem Wasser. Ich gehe mal wieder hier hin. Und den Rest müssen irgendwie die Fernkämpfe erledigen. So. Aber wir haben hinten noch eine, ne? Oh nein, oh nein, oh nein. Wir haben hinten halt noch eine. Verlockt. Ah, scheiße. Der Kleine auch wieder. Ah, zum Glück Fehlschlag. Okay, da sind wir wieder. Okay, ich komme gerade zu ihr da hinten nicht hin. Wir müssen mit dem leben, was wir haben. Ich hoffe, ich treffe hier die richtige Entscheidung. Ich bin mir nicht jetzt sicher. Kann ich die vielleicht auch schlafen schicken? Erstmal. Hä? Kein Ziel? Ach so, ja, reicht ja auch. Sehr gut. Die singt. Und wir, würde ich sagen, spurten mal. Wo war denn der Schuh? Hier, spurten. So, mehr können wir nicht machen. Ich hoffe, die schlafen halt noch ein bisschen. Das wäre toll. Da müssen wir halt auch wieder zurück, ne? Oder die fliegen halt zu uns, das weiß ich nicht. Aber ich würde gerne erstmal die da hinten fertig machen. Aber er ist gerade out of order, das ist halt ein bisschen doof. Ich hoffe, das ist alles... Er ist nicht mehr out of order, sehr gut. Das heißt, jetzt kann ich vielleicht einen Hexenpfeil schießen. Ich wollte den Jungen retten und es ging nicht. Da ist, also sie ist wieder aufgewacht, hat direkt den Jungen gekillt. Das ist doch schäbig einfach nur. Ich wollte den Jungen unbedingt retten. Ziel darf kein Verbündeter sein? Hä? So. Wieso singt die denn noch? Hä, die wird gerade angegriffen und singt immer noch? Ah, okay, dann... Gehen wir mal rein.
Ach, ist das ärgerlich. Oh, Mann, das kotzt mich gerade an, dass ich den Jungen nicht retten konnte. Der ist aber auch selber immer da durch die Gegend gelaufen halt, ne? Was willst du da machen? Na, wieder aufgewacht? Guten Morgen. Kann ich da vielleicht... Wie viel hat ihr noch? Oh. Für einen kritischen Treffer war das aber relativ wenig. Donnerwoge. Zurückstoßen. So, und wir müssen wieder... Oh, wir können gar nicht spurten. Wir können gar nicht mehr spurten. Achso, das ist er jetzt. Ich verwechsel den immer mit Eric McLeod. Oh nein, die steht auch wieder auf. Das ist doof. Das ist nicht gut. Aber egal, wir müssen halt rein. 4 bis 7. 4 bis 9. 4 bis 9. 4 bis 7. Die wird bestimmt gleich zu uns kommen. Ich könnte natürlich Gift nach hinten versprühen, aber damit würde ich uns momentan wahrscheinlich genauso schaden. Stehe ich gerade in ihrem toten Winkel? Fehlschlag. Scheiße, das darf doch nicht wahr sein. Rettungswurf, Gott sei Dank. Das Lied ist aber echt schön. Also die können echt gut singen. Also das ist... So, ich sprinte erstmal wieder rein in die Geschichte. So. Und dann... Dann kommt sie und 2 bis 7, 1 bis 10. Hat noch 11. Ja, also down kriege ich die auf jeden Fall nicht. Also baller ich hol's einfach rein. Die singt aber weiter. Das ist frech. So, 6 Punkte hat die noch. 0 bis 7 Schaden, ja, wir machen 1 bis 10. Erwische ich die so? Warte mal. Das ist ein Handgemenge hier, warte. So. So. Na gut, jetzt holzen wir einfach nur rein, ne? Ich glaube, das sollte reichen. So. Der braucht's ja nicht mehr. Oh, das ist so ärgerlich, dass der Junge da, oh Mann, dass der da dazwischen schlawenzelt ist und so. Ich konnte ihn halt nicht retten, weil die auf beiden Seiten waren und so weiter. Und dann ist sich einer aufgewacht und na, das war doof. Das war wirklich doof. Schädel, cool. Wie die einfach nichts dabei haben. Alle leer, Harpy leer, Harpy leer. Die da oben. Das ist schon ein bisschen räudig. Haben die wenigstens irgendwelche Schätze da oben? Waren das nicht 4? Wieso haben denn Harpien keine Harpienfedern oder irgendwas dabei? Die haben ja nichts dabei. Das lohnt sich gar nicht, die niederzuknüppeln. Auch nichts. Warte mal, ich geh mal kurz was gucken. Oh Mann, das ist so doof. Das war. Ach Mann. Hier oben ist, glaube ich, auch nichts, ne? Das ist aber nur ein kleines. Also vielleicht können wir das untersuchen, ich weiß nicht genau. Gucken wir mal. Kommen wir da bitte hin?
Ach, da ist noch eine Harpie. Ah. Ja, hier kann man nichts machen. Doch da. Knochenhaufen. Ja, cool. Und eine Flasche. Wow. Oh, der Loot hat sich so gelohnt. Oh, cool. Die Harpien waren eine enttäuschende Erfahrung. Junge tot, alles tot, nichts dabei. Der Gesang war schön. Ich hätte den Gesang, ich hätte die Quest gar nicht machen sollen, dann hätten wir immer Gesang. Das wäre noch schöner gewesen. Aber ich wollte den Jungen unbedingt retten. Das wäre die Gelegenheit eigentlich für ein gutes Safe-Game. Naja. Seit wann ist es eigentlich, ab wann kam das eigentlich, dass man immer mit allen Konsequenzen in Spielen leben muss? Seit wann kam das eigentlich? Wer hat das eigentlich eingeführt? Wo geht's denn hier hin? Oh, Alphira, eine Badin. Oh. Oh, Spar und Corinna. Kreisch. Fiep, fiep. Oh, nein, ich wollte euch nicht verjagen. Oh, Entschuldigung. Dance upon the stars tonight. Smile and pain will fade away. Words of mine will change. No. Schweigen und zuhören. Ja, was singt ihr da für ein Lied? More like butchering. Don't know why I bother. Hm. Ist alles in Ordnung? No. I'm moments away from a grisly death. At the hands of this bloody song. I can't... Nothing fits, you know? Mhm. Alles Teil des Schaffensprozesses. Qual und Ekstase. Hauptsächlich Qual. Mal sehen, ob ich helfen kann. Hm. It can't hurt. I have her. I have an extra loot, if you want. So, alles der Reihe nach. Worum geht es denn? My teacher, Lihala. She loved dancing. Had two left feet, mind. I remember waking up one night on the road and seeing her. Dancing beneath the stars. A huge smile on her face. Thinking of it now. My heart hurts. And my words just seem to crumble. Like ash. Wait. Words of mine will turn to ash. That's perfect. Hm. Aufmunternd nicken und zur Laute deuten. Words of mine will turn to ash when you call the last light down. Yes, yes! Oh, oh schön. Oh, oh, wie cool, okay. When you call the last light down, moon remains.
Dance upon the stars tonight. Smile and pain will fade away. Words of mine will turn to ash. Bring you.